Gama, du frischst mit der Axt deine Ketten ein, damit er nicht davonläuft und sie einhält. Nein, zu gefährlich. Das ist ein guter Plan. Los! Warte! So geklappt, ne? Ist der gut? Deine Verwandlung. Hat Odin dich gelehrt, sie zu kontrollieren? Nein. Wir verlassen uns nicht auf sein Wissen. Nächstes Mal machen wir es auf meine Art. Jawohl. Auf meine Art. Deine Art. Das ist das, was du glaubst. Tun wir nicht. Wir haben die Macht, den Schaden durch diese Kreatur einzudämmen. Wir nutzen sie. Na gut. Vertrauen mir!
Geschwindigkeit haben. Nach dem Boss. Yeah.
Beine! Schnell! Bleib dabei! Profi von allein gelassen. Ich wünschte, es hätte nicht so enden müssen. Ich bin schuld, dass er frei war und tot ist. Manchmal gibt es keinen anderen Weg. Ich weiß. Hat er nichts gedroppt? Okay. Nach Hause? Ja, bitte. Ich weiß. Schließ dein Herz davor. Die nächste versperrte Tür. Nicht offen bleiben. Das Rad ist hinter dem Tor. Du musst es irgendwie einfrieren können, oder? Diese Pfeile bringen da wohl nichts. So, warte mal. Ich hole mir erstmal die Truhe. So. Also, da ist das Ding irgendwie. Okay. Eine Idee. Vielleicht können wir mit meinen Waffen den Frost zum Rad bringen. Volker! Flügelpfeile bringen da wohl nichts. Das funktioniert nicht. Vielleicht die Gegengewichte? Sie könnten als Frostbrücke dienen. Soll sie gehen. Los, das Tor ist offen. Als du weg warst, war ich bei den Nornen. Sie sagten mir, Heimdall wollte dich in Asgard töten. Heimdall? Norn? Ich dachte, daran glaubst du nicht. Okay, ich glaube, der ist doch noch nicht weg. Wie? Müssen weg. Los, das Loch im Boden. Rick, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ist es nicht? Bleib nicht stehen. Lauf! Wohin? Zur Treppe. Nach draußen. Schnell! Wenn wir ihn nicht finden, überschwemmen die Toten weiter die Welten. Die Welten stürzen ein. Du musst deinen Geist beruhigen lernen.
Vielleicht weiß ich, dass ich Chaos brauche. Was hast du noch gelernt? Dass wir einander vertrauen müssen. Hast du das? Pass auf! Macht euch aus. Sie ist ja keine Seele, die man töten kann. Warte, das beenden. Wie? Du musst mir auf deinem Rücken helfen. Was? Vertrau mir, bitte. Ich schaff das. Auf deine Art. Ich doch mal aus. Schild hoch! Thank you.
passiert. Wir müssen ihn finden. Los! Schätze, er ist hier lang gekommen. Suchen wir einen anderen Weg hoch. Was hast du getan? Der Zauber, bei dem du mich zu Hause sahst, als Fenrir starb. Ich wusste es nicht, aber ich versetzte aus Versehen seine Seele in mein Messer. Seelen sind mächtig. Also dachte ich, Fenris könnte... seine Natur ändern. Ja, mal sehen, ob's geklappt hat. Als ich dich in Midgard fand, bevor Freya angriff, sagtest du, du musst mich beschützen. Warum? Ich sah eine Prophezeiung. Du lagst in meinen Armen. Tot. Ich sah sie auch. In Jötunheim. Was? Du wusstest... deshalb hast du mich so fasziniert. Eines Tages musst du überleben. Ohne mich. Das lasse ich nicht zu. Auf keinen Fall. Nein. Jede Reise geht mal zu Ende. Nicht unsere. Nicht so. Tut mir leid. Es ist vorbei. Versprochen. Fen? Bist du's? Oh! Braver Junge. Ja, hast mir auch gefehlt. Ich war nicht sicher, ob's klappt. Ah, okay. Geschafft! Sitz! Krass. Wie ist das möglich? Durch Riesenmagie. Ich hab dazugelernt. In Asgard. Das hat nichts damit zu tun. Mehr Geheimnisse. Nein. Ein Versprechen. Jemand hat es mir anvertraut. Wie zwischen dir und Mutter. Siehst du, du kannst mir vertrauen. Heim. Es ist vollbracht. Wir sollten die anderen informieren. So, Artgusmesser schloss Fenris Seele ein. Beim Stoß im Garten wurde die Seele in seinen Körper entlassen. Ich habe keine Angst vor den Fähigkeiten meines Sohnes, aber es überrascht mich, wie seine Stärke weiter anwächst. Das ist ein Schrittplan. Als die Nornen dir sagten, dass Heimdall mich töten will, dafür ist dein Speer gedacht, oder? Richtig. Heimdall ist ein Idiot, aber... so bist du doch nicht mehr, oder? Ein Göttermörder. Du willst keinen Krieg. Nein. Aber ich werde alles tun, damit du sicher bist. Seelenblüte.
richten Siegelpfeile hier nichts aus. So, was sehe ich denn schon wieder nicht hier? Ach, da ist das Rad. Lol. Toll, es ist offen. Vielleicht könnten wir mit den Siegeln das Rad da oben einfrieren. Den Mäuren nicht zu trauen ist. Warum kümmert es dich, was sie sagen? So dein Leben geht. Ich kann nicht sicher. So, Verschlingung der Toten, Schöpferin der Winde, ist nicht die erste, die den Titel von Hilfe sich beansprucht, und sie wird auch nicht die letzte sein. Seit der Zeit der frühesten Fröste haben neun Herrscher diese Rolle bekleidet, wobei ihre Amtszeit am längsten währte. Aber wann wird ihre Herrschaft enden? Und wird sie mit Gewalt abgesetzt werden oder ihren Titel freiwillig abgeben? Die Toten beobachten und warten. So was Schönes. Warte, wir sollen links, dann gehen wir rechts. Dann ist doch da noch irgendwas schönes collectible. Hey, stimmt, oder? Reichswelke. Sollen wir mit dir reden? Klar. Wie jetzt aussieht's, Punkt. Reichswelke! Garmolai Sakerko! Sagt, dass es 6 Risse zu schließen gibt und... Kein Danke. Sie hätten nie geöffnet werden dürfen. Sie hat nicht Unrecht. So, wissen wir auch Bescheid. Was verschüttet? Ich mach das. Was ist? Ich war wieder zurückgekehrt zu meinem alten Wesen. Zornig. Argwöhnisch. Mit dir
Jetzt und vorher. Ich hab dich verjagt. Und ohne dich war ich leichtsinnig. Zu selbstsicher. Hab dumme Fehler gemacht. Ich dachte irgendwie, ich schaff das alleine. Du hattest recht. Nein. Auf unserer gemeinsamen Reise bist du ein Krieger geworden, deines Namens würdig. Ich war der, der nicht bereit war. Du musst nicht der sein, der du warst, nur weil ich nicht da bin. Versprechen wir es uns. Ich höre auf deine Stimme in meinem Kopf, wenn du nicht da bist. Zur Führung. Und du machst dasselbe. Ja? Ich muss wissen, dass du ohne mich klarkommst. Atreus. Es tut mir leid. Das muss es nicht, Vater. Mach's besser. Gehen wir heim. Geschrieben, das nicht gelöscht werden kann. Weißt du doch, Verzeihung sollte nicht unsere Entscheidungen steuern. Dann schmieden wir unser eigenes Schicksal.